Ja, guten Tag, mein Name ist Rainer Werhaus. Ich möchte kurz das Problem Epsilon-Closeness vorstellen. Epsilon-Closeness. Und zwar ist das Problem so beschrieben, dass wir n reelle Zahlen haben von x1 bis xn und ein Epsilon größer 0. Und wir möchten wissen, ob es ein paar Indizes i ungleich j gibt. Für die gilt xi, xj, die Distanz ist kleiner oder gleich Epsilon. Das ist die Problemstellung an sich. Ich möchte keinen konkreten Algorithmus vorstellen, sondern eigentlich wirklich nur das Problem. Und kurz was zur Laufzeit sagen. Und zwar haben wir hier eine Laufzeitschranke von O, groß O n log n. Die kann man recht einfach beweisen, indem man das Epsilon-Closeness-System, Closeness-Problem mit Hilfe eines Sortieralgorithmus löst. Achtung, das ist jetzt keine Reduktion, das wäre die falsche Richtung. Und zwar gehen wir hin und sortieren die xi aufsteigend zum Beispiel. Das, nachdem wir das gemacht haben, durchlaufe sortierte Menge und für je zwei aufeinanderfolgende Indizes i, j aufeinanderfolgend, also im Prinzip eigentlich i plus 1, wird geprüft auf xi, wieder die Distanz zu x i plus 1 kleiner gleich Epsilon ist. Wenn wir das irgendwann während des Durchlaufs finden, ist das Epsilon-Closeness-Problem hier offensichtlich gelöst, ist vorhanden. Wenn wir es am Ende von n minus 1, also wir laufen von 1 bis n minus 1 durch die Schleife, noch nicht gefunden haben, dann ist es halt, findet sich kein solches Paar. So, wenn wir uns das jetzt anschauen, das hier ist offensichtlich konstant. Das hier, da wir alle n Punkte durchlaufen hat, on, und der Sort hat bekanntermaßen n log n Laufzeit nach oben. Wenn man das zusammennimmt, dann sind wir bei on log n. Was uns fehlt, ist die untere Schranke. Also wie sieht es mit Omega n log n aus, oder geht es da besser? Das kann man beweisen, das würde ich jetzt hier wohl nicht machen, mit Hilfe des linearen Modells und Halbebenenschnitte, ist aber eben beweisbar. Das heißt, wir kommen dann wieder dazu, dass Epsilon Closeness eben genau Theta n, log n als Zahlkomplexität hat. Und das kann man in vielen Fällen dann auch sehr nützlich verwenden bei Reduktionen. Wichtig nochmal, das ist kein Reduktionsbeweis, das würde als Reduktion lediglich beweisen, dass ja, eben die obere Schranke, aber trotzdem könnte natürlich Epsilon-Closeness noch beliebig besser sein. Ja, das kriegen wir erst über den Beweis hier mit dem linearen Modell.